Mr. Peabody, Sie haben einen Nobelpreis gewonnen. Sind ein weltbekannter Forscher. Glauben Sie, dass Sie den Herausforderungen der Erziehung eines Jungen gewachsen sind? Eingedenk meiner bisherigen Leistungen, wie schwer kann das schon sein? Nun gut. Ab 27. Februar steht der klügste Hund der Welt vor seiner größten Herausforderung. Ganz gleich, wie fern ich zu sein scheine. Wiedersehen, Mr. Peabody! Vater zu sein. Mr. Peabody, Sherman hat sich heute geprügelt. Wenn die Eltern des Mädchens Anzeige erstatten, veranlasse ich, dass man ihnen das Sorgerecht für Sherman entzieht. Wer kommt denn zum Essen? Wart's ab. Ich muss Ihnen sagen, Peabody, wenn es um meine Tochter geht, dann gibt es nichts Wichtigeres als... Hallo? Eine Umfrage, ja, gern. Sie hasst mich. Ach. Rauft euch zusammen. Aber sag nichts vom Zeitomat. Er nennt es den Zeitomat. Es ist eine Zeitmaschine. Wow. Jetzt hast du sie ja gesehen. Gehen wir wieder zurück. Nö. Sherman, Penny, warum seid ihr angezogen wie im alten Griechenland? Ich hab sie im alten Ägypten verloren. Ich war verlobt mit König Tut, dann war der Sprit alle. Im alten Troja. Du hast den Zeitomat benutzt. Ja, sie steht total drauf. Oh je. Ihr habt den Zeitomat unsachgemäß benutzt. Wir müssen die Geschichte neu schreiben, um das Universum zu retten. Das alte Ägypten. Vorsicht, Sherman. Das ist eine Falle. Nimm das falsche Boot und du fährst in den Sarg. Jetzt bist du dran. Das Boot von Raben. Oh je. Helden Griechenlands. Ja! Das hat uns jemand hier gelassen. Ein Geschenk. Geil. Sieht ja genauso aus wie unser Gaul. Oh! Ja! Das hat mich jetzt echt überrascht. Wir haben ein Loch ins Raum-Zeit-Kontinuum gerissen. Ich glaube, die Vergangenheit holt uns ein. Ah! König Tut? Benny! Ah! Was denn? Die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Mr. Peabody! Seid in Sherman! Ah! Ah! Nun, Sherman, entscheidend ist eben, was hinten rauskommt. Kapier ich nicht.